herzlich willkommen hier im Auditorium. Herzlich willkommen im Livestream für alle, die eingeschaltet haben. Und ich begrüße euch zur Podiumsdiskussion mit dem Glauben, das Klima retten. Wir haben ein paar Gäste dabei, 4 Stück in der Zahl. Und ich freue mich, dass wir jetzt einmal darauf schauen, was verschiedene Glaubensgemeinschaften aktiv gegen den Klimawandel tun oder wo es da doch noch hapert. Zum Ablauf einmal Folgendes. Ich würde mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten. Danach folgt ein kleiner Input und danach folgen weitere Fragen. Genau. Zuallererst würde ich dann mit der Vorstellungsrunde Fragen anfangen. Und ich weiß nicht, einmal vielleicht anfangen mit Daniela. Und zwar einmal, wer du bist, in welcher Glaubensrichtung du aktiv bist und warum du dich für den Klimaschutz engagierst. Schwierigkeiten haben mit hallo, auch erstmal von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Ich heiße Dani, ich bin 29 und ich bin Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung. Das heißt, ich bin in der katholischen Kirche aktiv. Da vielleicht auch direkt der Disclaimer, wir sind eine sehr kritische, also kirchenkritische Organisation, die gerade versucht, die katholische Kirche von innen umzugestalten, finde ich immer ganz wichtig, macht mich sonst in mancher Hinsicht vielleicht ein bisschen unglaubwürdig. Und ich engagiere mich in der katholischen Kirche oder vor allem in meinem Verband für das Thema Klimaschutz, weil ich glaube, dass Glauben vor allem auch bedeutet, sich politisch in der Gesellschaft einzusetzen. Danke. Julie, würdest du fortfahren? Ja, hallo, mein Name ist Julie, ich bin 23 Jahre alt und ich bin in der Deutsch-Buddhistischen Union tätig und habe da auch die Jugendorganisation gegründet für die Buddhisten. Des Weiteren studiere ich Soziologie und Philosophie, was bei mir auch sehr viel Einfluss in meine Praxis hat. Und sowohl in der Soziologie, in der Philosophie als auch im Buddhismus beschäftigt man sich automatisch viel mit der Verbundenheit zur Natur und mit der Verbundenheit zu Tieren. Und das ist auch für mich Hauptmotivation, im Klimaschutz vor allem aktiv zu sein. Danke dir. Dann würde ich einmal Sarah bitten. Hallo, mein Name ist Sarah Köhler. Ich arbeite für die ökumenische Arbeitsstelle Anthropozän in einem Netzwerk, das nennt sich Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten. Es ist ein ökumenisches Netzwerk aus evangelischen und katholischen Vertretern. Ich selbst bin evangelisch und ich beschäftige mich damit, die Anthropozän-Diagnose und Debatte, was heißt es eigentlich, für Theologie und Kirche in kirchliche Arbeitszusammenhänge zu tragen und auch in kirchliche Praxis. Und einmal fragen, wir haben 2 hauptamtliche Personen dabei und auch richtig hauptamtlich im Sinne von, es geht um den Klimaschutz bei euch direkt? Mehr oder weniger? Weniger. Okay. Mehr oder weniger. Genau. Mehr oder weniger. Dann würde ich fast Sarah einmal bitten, ein bisschen darauf einzugehen, was du eigentlich genau machst in deiner Stelle. Sehr gern. Es geht darum, die Anthropozän-Diagnose ist ja nicht nur die Diagnose des Klimawandels, sondern die Anthropozän-Diagnose, zumindest wenn man sie naturwissenschaftlich betrachtet, ist ja auch die Diagnose aller ökologischen Krisen, Biodiversitätsverlust, Eintrag in biogeochemische Kreisläufe und so weiter. Das Modell der planetaren Grenzen ist vielleicht bekannt. Das sind 10 planetare Grenzen, erdsystemische Prozesse, in die der Mensch eingreift. Und der Begriff Anthropozän bezeichnet ja das vom Menschen gemachte Neue. Und es ist eigentlich eine Diagnose für uns als Menschen, wie viel Verantwortung wir mit unserem Handeln tragen, dass wir erdsystemische Prozesse verändern. Und was ich nun mache, ist, die Debatte zu verstehen. Es ist mittlerweile keine rein naturwissenschaftliche Debatte mehr, sondern eine, in die sich Geisteswissenschaften, in die sich Soziologie, in die sich auch Theologie einbringt. Die aufzuarbeiten, auf welchem Diskussionsstand stehen wir und die in kirchliche Zusammenhänge zu tragen und zu fragen, was macht das mit uns? Was heißt das für unser Menschsein auf Erde? Wie haben wir unser Menschsein vielleicht bisher verstanden? Auf welchen mentalen Infrastrukturen reiten wir jeden Tag dahin? Auf welcher Basis von Glauben handeln wir denn tatsächlich? Egal, ob sie christlich, buddhistisch, katholisch, irgendwas sind. Unser Glauben ist für, egal was wir glauben viel mehr als wir wissen und das spielt für unser Handeln eine viel größere Rolle als Wissen. Und ich will durchdringen, auf welchen mentalen Infrastrukturen wir nun reiten, auf welchen Menschen und Weltbildern und wie wir diese verändern können, dahingehend, dass wir anders Mensch sind auf dieser Erde. Und das eben, was heißt das für Praxis und für Theologie? Was sind die Fragen an Theologie und an kirchliche Praxis? Danke dir. Dann würde ich glatt noch einmal Daniela fragen. Ich hatte eben schon im kurzen Gespräch mitbekommen, dass du da auch einen Tätigkeitsschwerpunkt hast und magst du auch noch mal darauf eingehen?
Ja, total gerne. Also ich wurde vorhin oben gefragt, ob ich hauptamtlich oder ehrenamtlich bin und ich mag die Frage überhaupt nicht, weil ich bin zwar hauptamtlich, aber ich fühle mich immer noch sehr ehrenamtlich, weil ich super lange ehrenamtlich aktiv war und bin in einem Jugendverband aktiv, der auf Bundesebene zwar einen Vorstand hat, der hauptamtlich ist, aber wir hauptsächlich mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Das sind ungefähr 70.000 Leute in Deutschland, die in der katholischen Landjugendbewegung aktiv sind und da Klimaschutz ganz unterschiedlich leben. Also von in der Landwirtschaft aktiv sein, da den Klimaschutz voranbringen, ganz kleine Sachen wie Fahrfeste zu gestalten. Also da gibt es eine unglaublich große Diversität, was es für uns bedeutet, das Klima zu schützen. Für mich auf Bundesebene heißt es vor allem auch, politisch aktiv zu sein, ganz direkt, also in Austauschgespräche zu gehen, die Interessen der jungen Menschen in den ländlichen Räumen in die Politik zu tragen und jetzt zum Beispiel auch ganz konkret nächste Woche auf die Klimakonferenz nach Ägypten zu fahren. Okay. Dann würde ich einmal an Julie fragen, was deine Glaubensgemeinschaft tut, also von der lokalen Ebene, das heißt vor Ort, ich weiß nicht genau, wie ihr organisiert seid, bis hin zur internationalen Ebene, ob du da so einen kurzen Abriss einmal geben könntest. Genau, da kann ich ja am besten einfach mal in der kleinen Ebene anfangen. Ich persönlich habe ja das Jugendnetzwerk gegründet in der DBU und da sind wir indirekt tätig, da ist es vor allem, arbeiten wir mit größeren Hilfsorganisationen zusammen, haben zum Beispiel jetzt bei einem interreligiösen Brief für den Europarat mitgearbeitet, der international veranstaltet wurde. Und vor allem geht es uns darum, Aufklärung für auch vor allem junge Buddhisten zu gestalten. Da machen wir Vorträge, laden Leute ein und versuchen, Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren, dass eben auch der Buddhismus da besonders tätig sein sollte. Dann auf der größeren Ebene ist die DBU natürlich auch sehr viel tätig. Die DBU hat eine Umwelt-AG, sie hat eine Transformations-AG, wo es um den sozialen Wandel in genau solchen Themen, um Krisen, die unser ganzes soziales und politisches System beeinträchtigen geht. Und dann gibt es eben über ganz Deutschland und auch in anderen Ländern verschiedene Sanghas, verschiedene kleinere Glaubensgemeinschaften, die da besonders tätig sind und die dabei helfen, irgendwie auch mit verschiedenen Organisationen zusammen tätig zu sein. Zum Beispiel besonders interessant finde ich persönlich immer XR Buddhists, heißt die buddhistische Organisation mit Extinction Rebellion, die Gehmeditationen veranstalten, auch vor allem irgendwo auf Protesten und Ähnlichem und so eben auch zeigen, dass wir nicht nur zu Hause meditieren und uns um uns selber kümmern, sondern eben auch rausgehen und uns sozial engagieren. Danke dir. Da wäre ich auch fast schon bei der Frage angelangt, was eigentlich gerade aktiv getan wird. Von euren Seiten aus, ich weiß nicht. Sarah, magst du vielleicht dazu was sagen? Evangelische Kirche funktioniert ja vor allem auch dezentral in Gemeinden. Und es gibt Gemeinden, die sind unterschiedlich aktiv mit kleinen Projekten. Man muss sich als Mensch dem Thema, das ja massiv komplex ist, also Klimawandel ist ein komplexes Thema, die Anthropozän-Debatte noch deutlich komplexer, die wir im Alltag nicht bewältigen können. Und man muss sich solchen Themen ja auch mit Selbstwirksamkeitserfahrung und mit Gemeinschaft nähern. Und es gibt unglaublich viele Gemeinden, die, sag ich mal, mit Salami-Taktiken aktiv sind, das heißt, die mit kleinen Projekten starten und Schritt für Schritt sich dem Thema annähern und den Einflussbereich erweitern. Das sind Initiativen wie der Grüne Hahn oder Gockel, die um Gebäude Energieeffizienz mit Gebäuden operieren. Da sind Gemeinschaftsfahrpraxisen, also dass man Mobilität anders gestaltet und. Das passiert viel im Kleinen. Im Großen ist es so, dass der letzte Synodalbeschluss der Evangelischen Kirche Deutschland die Klimaneutralität auf 2035 angestrebt hat und das per Beschluss und dass da jetzt ein gesetzlicher Rahmen für geschaffen wird und erarbeitet wird. Letzten Endes, das können wir aber auch anhand der Historie der letzten Jahrzehnte sowohl politisch als auch kirchenhistorisch sehen, dass solche Zielformulierungen sich letztlich ja in der Praxis messen müssen. Und das ist
wenn man die Analysen anguckt, was Zielsetzungen oft erreicht haben, einfach noch defizitär. Das heißt, mit Roger Willemsen gesprochen, ist die Praxis noch lange nicht auf der Höhe der Diagnose. Und da muss man sich so ehrlich machen. Das hat aber grundsätzlich nicht mit Kirche zu tun, sondern mit menschlichem Verhalten, was alle Institutionen, was all unsere Systeme durchdringt. Und da sind einfach große Marker menschlichen Verhaltens, unsere Normalitätsvorstellungen, was glauben wir eigentlich, was ein normales Leben ist, Bequemlichkeit, Eigennutzenkalkül, die durchdringen auch kirchliches Handeln als Institution. Und das sind massive Hemmnisse, dass eine große Transformation, so wie sie vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung der Bundesregierung ja mal postuliert wurde 2011, tatsächlich einfach noch nicht im Gange ist. Wir leben in einer Gesellschaft der nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit, so hat es Ingolf Blüdorn, der Soziologe aus Wien, mal formuliert, und das gilt leider auch noch für Kirche. Also ich höre vor allen Dingen daraus, dass dir das Persönliche noch nicht genug ist, was da geschieht. Ich weiß nicht, ob es um mich als Person geht. Es ist faktisch keine Praxis etabliert, die auf der Höhe der Herausforderung der Diagnose ist. Das ist etwas, was ist. Ich persönlich würde dem zustimmen, aber das ist halt auch massiv komplex und Bewertungen der Situation helfen da einfach. Weiß ich nicht, ob die weiterhelfen. Okay. Julie, wie sieht es bei euch aus? Also ihr tut ja aktiv was, und was tut ihr persönlich? Also was tust du persönlich, oder anders auch gefragt, ist dir das genug, was passiert? Also glaubst du, dass es ausreicht? Gut, das sind ja zwei sehr verschiedene Fragen. Persönlich versuche ich, das sehr in meinen Alltag und in meine Praxis zu integrieren. So sieht zum Beispiel im Buddhismus, gibt es sehr, sehr viele sehr unterschiedliche Praxen, und unter anderem zum Beispiel, der ich mich aktuell besonders zugehörig fühle, ist die Praxis des Interseins von Thich Nhat Hanh, die sich vor allem mit der Verbundenheit zur Natur, Verbundenheit zu Tieren, Verbundenheit mit der gesamten Umwelt beschäftigt. Und im Sinne dessen, weil mich das sehr interessiert, habe ich persönlich jetzt auch damit angefangen, meine Bachelorarbeit auf diesem Thema zu basieren, und schreibe meine Bachelorarbeit über die Beziehung zwischen Mensch und Natur im Buddhismus speziell. Genau, aber ansonsten finde ich, dass noch lange nicht genug getan wird. So, da muss ich meiner Vorrednerin definitiv zustimmen. Und das merkt man auch in den buddhistischen Texten, und das sagt einem auch jeder buddhistische Lehrer. Es gab zum Beispiel 2009 mal einen sehr großen Brief oder eine sehr große Veröffentlichung, wo unter David Loy so ziemlich alle großen buddhistischen Lehrer mitgemacht haben. Sie haben geschrieben, A Buddhist Response to the Climate Emergency, um aufzurufen, dass geholfen werden muss. Und genau, dass sich das Ganze aber in den verschiedenen buddhistischen Praxen etabliert, ist ein langsamer Wandel. Aber es geht voran. Ich würde sagen, deswegen muss man das positiv sehen. Okay. Daniela, magst du auch nochmal auf diese Fragen antworten? Also ich kann, glaube ich, erstmal sagen, dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass zu wenig getan wird, aber ich glaube, das gilt gerade für alle Bereiche. Also wenn man sich jetzt anguckt, was muss passieren und was wird getan, da ist eine Riesenlücke. Ich glaube, was auch noch dazugehört, gerade irgendwie für den jüdisch-christlichen Glauben, ist, dass wir auch erstmal ein Schuldeingeständnis machen müssen, was eigentlich auch Religion mit dem Verständnis von Mensch und Natur gemacht hat in den letzten Jahrhunderten. Also den Mensch als Krone der Schöpfung und von der Natur losgelöst zu sehen, da hat auch Theologie ein Stück weit einen Anteil. Und ich würde aber sagen, dass da ein großes Umdenken gerade stattfindet und vor allem auch in den letzten Jahren stattgefunden hat. Da ganz vorne ran, 2015 hat Papst Franziskus die Enzyklika Laudato Si herausgebracht, die spannenderweise in der Öffentlichkeit sehr stark rezipiert wird, am wenigsten innerhalb der katholischen Kirche. So. Also es gibt total viele, die sich irgendwie auf den Text beziehen. Ich glaube, Obama hat auch irgendwann mal, als er bei der UN gesprochen hat, sich darauf bezogen. Also es gibt unterschiedliche Menschen, die immer wieder auch auf diesen Text zurückgreifen. Innerhalb der katholischen Strukturen hingegen ist es jetzt gar nicht so, dass wir uns krass mit dem Thema beschäftigen. Ich bin, also natürlich auch, aber jetzt viel weniger intensiv, als ich mir das wünschen würde. Für unsere Strukturen, also ich bin kein großer Fan von der katholischen Hierarchie.
Einmal könnten wir sie aber für was Gutes nutzen. So. Und zwar einfach mal ernsthaft zu überlegen, also wie ist die katholische Kirche aufgebaut und was brauchen wir eigentlich in unseren Strukturen, um so gut es geht, sich fürs Klima einzusetzen. Und das sind manchmal ja so kleine Sachen wie, es gibt eine Pflicht, Photovoltaikanlagen auf den Kirchendächern zu haben. So, momentan ist es eher so, dass man das nicht tut aufgrund von unterschiedlichsten Faktoren. Die katholische Kirche ist zweitgrößter Einkäufer nach der öffentlichen Hand. Auch da sind unglaublich große Stellschrauben. Die große Anzahl an Gebäuden, die wir als Kirche besitzen, die Ländereien, die wir haben. Und es gibt unglaublich wenige konkrete Richtlinien, die sich auch wirklich anschauen, wie diese Ländereien bewirtschaftet werden, wie Gebäude energetisch saniert werden müssen. Und das ist natürlich immer der große Gap, den wir in der Kirche übrigens bei allen Sachen haben. Wir sind immer sehr gut darin, darüber zu predigen, es dann aber in der eigenen Realität umzusetzen, das tun wir einfach nicht genug. Und das finde ich immer schwierig. Deswegen kann ich ganz klar sagen, dass wir, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was Sarah ja auch schon gesagt hat, es gibt tolle Texte, so, aber wir machen in der Realität nicht genug, um das umzusetzen. Also das trifft auf euch alle drei zu, diese Meinung eigentlich, das ist Konsens, kann man so sagen, hier, oder? Das trifft gesamtgesellschaftlich zu, würde ich sagen. Gut, davon mal abgesehen. Da vielleicht nochmal einfällt, was ich nämlich ganz spannend finde, also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Klimakonferenz schaut, also wir haben da regelmäßig auch Termine mit dem Holy See, also die katholische Kirche ist ja auch dort politisch vertreten und ich würde mir manchmal einfach eine stärkere Rolle wünschen, weil ich glaube, was Glaube und Religion ja auch sein kann, ist ein verbindender Faktor, der über nationale Grenzen hinweg greifen könnte. Und dieses Verständnis dafür, dass es, glaube ich, eine andere Motivation vielleicht sein könnte für eine Religionsgemeinschaft, auch Nationen miteinander in Verbindung zu setzen, aufgrund der Werte, die im Idealfall in ihrem Glauben begründet sind. Ich glaube, diese Chance, die dahinter steckt, Menschen an einen Tisch zu bringen, auf einer wertebasierten, also auf einer Wertebasis quasi. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, die nicht ausgeschöpft wird. Ja. Das haben wir vorhin ja auch schon mal gehört mit dem Salami-Prinzip und dass viele im Kleinen aktiv sind. Und da hatte ich eigentlich eine Frage, wie vernetzt ihr untereinander seid. Allerdings würde ich diese Frage inzwischen ein bisschen abändern überhaupt, wie die Vernetzung überhaupt funktioniert. Ich meine, wir kennen Kirche als große Institution, aber es gibt ja Gemeinden, es gibt Kirchenkreise, bei euch ist es ein bisschen anders organisiert. Genau. Und ich wollte fragen, wie ist das da eigentlich? Also es gibt die Bundesebene, es gibt die Kommunalebene oder Kirchenkreisebene und es gibt die Gemeindeebene. Wie funktioniert da die Vernetzung, würde ich, glaube ich, einmal gerne wissen. Dürfte ich die Frage an dich richten? Ja, klar, gerne. Also im Buddhismus ist es ja so, unsere Gemeinden in dem Sinne werden Sanghas genannt. Und unsere Sanghas sind bisher, muss man sagen, noch nicht gut vernetzt. Das ist ein Problem, was viel weitere Probleme erzeugt. Dafür aber genau gibt es solche Institutionen wie die DBU. Und wir setzen uns dafür ein Dachverband zu sein und zu vermitteln zwischen den verschiedenen kleinen Sanghas und zwischen den verschiedenen Traditionen. Auch weil man sagen muss, dass die buddhistischen Traditionen alle sehr doch Unterschiede haben. Genau, und deswegen gibt es eben diesen Dachverband, der dann auch organisiert und auch auf europäischer Ebene dann verknüpft ist und auch im interreligiösen Dialog viel macht. Aber was mir vor allem aufgefallen ist, dass dann der interreligiöse Dialog in der Thematik des Umweltschutzes auch so ein bisschen fehlt. Da finde ich zum Beispiel gibt es noch sehr wenig. Oder das wäre für mich ein Knackpunkt, den man angehen könnte. Also genau das bestätigt auch das, was bei Daniela ja auch so ist. Genau. Ich weiß nicht, Sarah, magst du einmal, du bist ja in der ökumenischen Arbeit tätig. Gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kirchen, also nicht nur zwischen der evangelischen und der katholischen? Also gibt es da auch Ansätze in dem Thema? Genau, also es gibt organisierte Vernetzungsinitiativen, vielerlei in Kirchen, manchmal zu viel, also im Sinne von, man hat das Gefühl, es werden vielerorts gleiche Netzwerke erfunden und neu aufgesetzt, aber Menschen brauchen das auch. Also Menschen brauchen das Gefühl, Dinge
selber machen zu müssen. Manche Sachen müssen neu starten, auch wenn sie quasi schon da sind. Und ich arbeite für ein Netzwerk, das hat über 30 Trägerorganisationen. Das sind katholische Bistümer, das sind Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt, die ja auch diese Stelle finanzieren, Miserior. Das sind Landeskirchen, evangelische Landeskirchen, das sind Freikirchen, mennonitische Gemeinden zum Beispiel. Es gibt das ÖNK, das ist das Ökumenische Netzwerk für Klimagerechtigkeit. Mit dem arbeiten wir eng zusammen. Die haben über 80, die haben nicht so eine Trägerstruktur, das ist eine andere Struktur, Mitgliederstrukturen. Dann gibt es Christinnen für den Wandel und was nicht alles. Also es gibt unglaublich viel. Das Problem ist, dass man dann, und das muss man halt auch ehrlich sagen, ne, man sitzt dann in langweiligen Trägersitzungen und denkt sich, boah, krass, was hier gerade auch an Finanzen drauf geht. Da sitzen 30 Leute aus 30 Organisationen mit einer Arbeitszeit von 8 Stunden. Wenn du das hochrechnest aufs Gehalt, das so energie- und nachhaltigkeitseffizient ist, weiß ich manchmal nicht. Diese Erfahrung machen wir wahrscheinlich alle. Und was fehlt, ist tatsächlich dadurch, dass bestimmte Netzwerke und auch bestimmte Stellen einfach in alten Systemen funktionieren. Also wir haben Projektziele, wir haben Indikatoren, wir haben kleinteilige Maßnahmen, Vorgaben, die wir erfüllen müssen, hängen wir so in unserem Alltag, dass ein großes Vernetzungsprojekt, was Schlagkraft, ich weiß, das ist ein gewalttätiges Wort, ich werde immer wieder gesagt, Schlagkraft sagt man nicht mehr, wir sind gewaltfrei, ja, aber habe gerade kein anderes Wort für, ein synergetisches, effektives, wirkästhetisch effizientes Projekt vielleicht so, erzeugen kann, dass dafür einfach dann wirklich die Ressourcen fehlen oder dass man sich so in seinem Arbeitsalltag der kleinen teiligen Maßnahmen, Indikatoren verstrickt, dass man für sowas gar keine Zeit hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob Vernetzung die Größe ist, über die wir diskutieren sollten. Okay. Also vom Effekt her. Mhm. Ne? Erfolg ist ja Inhalt plus Wirkung. Und wenn ich mir die Wirkungsseite angucke, wir haben tolle Inhalte, da ist so defizitär, dass ich nicht von erfolgreicher Vernetzung. Es hapert. Ja. Also kann man so sagen, es hapert da an dieser Stelle. Ich glaube, was wir gar nicht geklärt haben, wäre einmal, aber ich glaube, was doch schon ein bisschen erwähnt wurde, und zwar aus welchem Verständnis heraus eigentlich aus eurem Glauben der Klimaschutz hat. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht geklärt, wenn ich das richtig habe. Und ich glaube, das wäre nochmal schön, das aufzugreifen. Aber ich sehe gerade, unser vierter Gast ist doch noch wieder dazugeschaltet. Er sieht noch nicht so glücklich aus. Hören Sie uns? Ja. Ah, hallo. Ich höre Sie. Sehr gut. Und ich warte auf Ihre Rückmeldung. Das. Sehr gut. Ich würde einmal fragen, können Sie sich einmal vorstellen? Und zwar einmal, wer Sie sind, in welcher Glaubensrichtung Sie aktiv sind und warum Sie sich für den Klimaschutz engagieren. Okay. Erstens vielen Dank für die Einladung in die Runde. Zweitens, ich hätte gern mit Ihnen in Lüneburg zu sein, aber leider konnte ich nicht. Lüneburg für mich bedeutet viel, weil ich meine erste Station zum deutschen Sprachenlernen vor 45 Jahren in Lüneburg war. Ich habe gute Erinnerungen und schöne Bilder von damaligen Zeit. Mein Name ist Zuher Al-Halabi. Ich bin gebürtig in Damaskus in Syrien und seit, wie gerade gesagt, circa 45 Jahre lebe ich hier in Deutschland. Ich von dem Beruf Arzt für innere Medizin, Strahlentherapie, Onkologie, Palliativmedizin und medizinische Ethik. Ich bin Beauftragte für Umwelt, medizinische Ethik und Tierschutz im Zentralrat der Muslime in Deutschland. Vielen Dank für die Vorstellung einmal. Leider versteht man hier auf der Bühne nicht ganz so gut, was Sie sagen, da es hier im Saal doch noch ein bisschen rückkoppelt, also kleine technische Probleme gibt. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich hoffe, das Publikum versteht es einigermaßen. Ich gucke mal leicht rein, ich höre ein Nicken und ich sehe Daumen nach oben. Das ist schon mal gut. Genau.
Schön, dass Sie nun doch zu uns stoßen konnten. Und da würde ich gleich direkt einmal ein bisschen mit Fragen auf Sie einwerfen. Und zwar würde ich einmal fragen, was Ihre Glaubensgemeinschaft aktiv gegen den Klimaschutz, gegen den Klimawandel und für den Klimaschutz tut. Ja, es geht von der Glaube her. Die islamische Glaube oder Lehre glaubt an Gott, das heißt im Koran Allah, als einziger Gott und Schöpfer des Universums. Das heißt, der Mensch und die Umwelt des Universums sind von Gott geschöpft worden. Diese Vorstellung ist eine Erziehungsmethode für die Menschen im Islam von Kindheit an, dass sie immer freundlich und ein Teil des Universums ist. Er muss mit diesem Umwelt, sprich für Erde und Himmel, sprich auch für Tiere, Pflanzen und auch nicht lebende Elemente. Er muss in diesem Universum zusammenleben und jeder diese Elemente haben ihre Aufgabe in diesem Universum. Und der Glaube her auch, der Gott hat die Rolle des Menschen in diesem Universum geregelt. Als er, der Mensch, geehrt und ihm als Statthalter auf der Erde gestellt oder eingesetzt, bedeutet nichts, dass er eine freie Hand in diesem Universum hat und kann alles machen, was er will. Er muss mit den anderen Elementen gut und leben, zusammenarbeiten und auch gegenseitig nützen. Von dieser Seite, die islamische Kultur kennt diesen sogenannten Naturkampfbegriff nicht. Im Gegenteil sieht man, die Natur, die Umwelt ist ein Teil des Universums, ein Teil des Schöpfung von Gott und sind Freunde für ihn und müssen sie zusammen. Mit diesem Glaube her, von Anfang an, man geht es immer zum Schutz der Umwelt. Egal, ob das ist Tiere oder Pflanzen oder Wasser oder Luft oder Weltraum. Das ist alles für den Muslim, für einen, aus seinem Glauben, eine Nebenbeschöpfung sind. Vielen Dank für diese sehr ausführliche Antwort. Genau. Dann würde ich aber einmal wieder auf der Bühne hier fortfahren. Und zwar einmal mit den Wünschen, die ihr für die Zukunft habt, mit dem, was ihr verändern wollt und wo ihr euch einfach mehr erhofft, dass mehr passiert. Im Sinne von, da könnte unsere Glaubensrichtung einfach noch viel, viel mehr tun und noch viel aktiver werden. Und vielleicht könnt ihr auch, das ist die zweite Frage, dann ableiten und vielleicht auch anderen Glaubensgemeinschaften vielleicht Ideen mitgeben oder vielleicht auch Vorschläge. Ich weiß nicht, mag jemand beginnen oder sonst Daniela einfach? Also ich kann ja gerne mal loslegen und dann gucken wir einfach, wie wir ins Gespräch kommen. Also ich glaube, zum einen vielleicht erstmal mit der zweiten Frage anzufangen. Ich finde es immer total schwierig, wenn man selbst sich sehr sicher ist, dass die eigene Kirche nicht genug tut, anderen Ratschläge mitzugeben. Vor allem als katholische Kirche, glaube ich, tun wir besser, das nicht zu tun, so ganz allgemein. Aber also für mich sind es zwei Sachen. Das eine, ich habe ja, glaube ich, schon so ein bisschen gerade angerissen, dass ich glaube, dass wir strukturell viel mehr tun müssen, also auch in den eigenen Strukturen zu schauen, was kann sich noch verändern. Aber für mich ist die große Frage und vielleicht auch ein bisschen was, was für uns nochmal interessant ist hier auf dem Podium, was ist denn der Mehrwert, den wir als Kirche, weil du hattest die Netzwerke gerade angesprochen,
die gibt es ja in allen Bereichen. Und ich finde es total gut, sich miteinander ins Gespräch zu begeben. Ich bin auch Teil des ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit. Aber für mich wäre die Frage, was tut Glaube denn, was andere nicht tun? So, oder welche Antworten kann Glaube vielleicht liefern, die in anderen Bereichen vielleicht nicht der Schwerpunkt sind? Und ich, vielleicht auch gerade, weil wir hier auf einer Veranstaltung sind, die vor allem auch für junge Menschen gedacht ist, viele Leute, die sich im Klimaschutz engagieren, haben unglaubliche Angst. Und ich glaube, viele Menschen insgesamt, wenn es um die Klimakrise geht, haben Angst davor, wie sich diese Gesellschaft, wie sich diese Welt weiterentwickelt und suchen in irgendwas Halt. Und das sind unterschiedlichste Dinge. Und das muss jetzt auch keine bestimmte Religion sein oder irgendwas in die Richtung. Aber ich glaube, die ethische Dimension, die die Klimakrise und die Klimaschutz hat, die sollten wir nicht unterschätzen. Also was, also worin finden Menschen in einer Zeit, die von multiplen Krisen bedingt ist, worin finden Menschen Halt? Und ich glaube, dass, und wie schon gesagt, dann nicht auf eine Religion, aber ich glaube, dass Spiritualität oder wertebasiertes Handeln etwas sein kann, das einem helfen kann, einfach in solchen Situationen. Also mir geht es zumindest einfach auch ganz persönlich so. Ich finde in meinem Glauben immer wieder Motivation, mich für Dinge einzusetzen, die vielleicht aus rein rationaler Sicht total hoffnungslos sind. Und ich glaube, diese Art von Verständigung auch über das, was in der Gesellschaft passiert, könnte ein super Add-on sein, quasi was Glaubensgemeinschaften leisten können. Und das, was ich vorhin noch angesprochen habe, einfach über nationale Grenzen hinauszudenken. Ich glaube, dass es da einfach die Tendenz gibt, zu schauen, okay, was kann mein Land tun oder welche nationalen Interessen vertrete ich? Und Kirche hat das nicht. Natürlich hat Kirche auch immer irgendwie Interessen, aber diesen Versuch zu machen, Menschen miteinander zu verknüpfen auf einer anderen Ebene, als ich muss schauen, dass mein Land die Energieversorgung hat, so als Beispiel. Ich glaube, das könnte total viel bewirken. Und auch das Thema Klimagerechtigkeit insgesamt ist hoffentlich vielen ein Anliegen, aber ich glaube, gerade als Kirchen sollte uns das ein noch größeres Anliegen sein, weil wir immer ganz viel von Solidarität, von Nächstenliebe und so sprechen und dann das Thema Klimagerechtigkeit auf jeden Fall im Zentrum stehen sollte. Ich danke dir, damit hast du natürlich auch nochmal den Kern getroffen. Das ist sehr gut formuliert. Es wäre auch in einer Frage noch von mir drin gewesen, aber nein. Ja, genau. Ich habe nämlich so eine kleine Frage, nämlich aber das hast du gerade ziemlich gut beantwortet, warum man jetzt in einer Glaubensgemeinschaft oder ähnliches aktiv sein sollte. Ich finde, das hat sie sehr gut beantwortet. Oder hatte jemand von euch noch etwas hinzuzufügen? Ja, ich finde, dass generell Geisteswissenschaften eine größere Rolle einnehmen sollten. Also nicht nur der Glauben als gelebte Religion, sondern auch die Theologie als Geisteswissenschaften, weil wir ja von einer kulturellen Wende reden und nicht von einer technischen Wende reden sollten, zumindest nicht allein. Und was Glaubensfragen halt machen, was Naturwissenschaften nicht können, ist die Sinnfrage zu stellen und Antworten darauf zu formulieren. Das ist nichts, was Naturwissenschaft leisten kann. Naturwissenschaften liefern Fakten und Fakten sind eine Basis dafür, die Welt wahrzunehmen, wie sie vielleicht ist. Aber sie stellen nicht Sollensfragen, keine normativen Fragen und das sollten sie auch nicht als Naturwissenschaften. Das machen Kirche und Religion, ob sie das sollten, immer normative Fragen zu stellen, ist ein anderes Thema, aber sie tun es faktisch. Und ich glaube, dass die Sinnfrage, was ist der Sinn des Lebens, auch des menschlichen Lebens, eine sehr wichtige Frage ist, die uns die Anthropozän-Diagnose mal ganz klar gegenüberstellt. Und da ist es sinnvoll, mit Theologien, mit Kirche, mit Religion ins Gespräch zu kommen, weil sie einfach sich diesen Fragen seit Jahrtausenden stellen. Und ob wir heute noch gläubig sind oder nicht. Unsere ganze Kultur hier im nordeuropäischen Raum ist christlich geprägt, ist biblisch geprägt. Wir haben mentale Infrastrukturen, zum Beispiel unser Freiheitsverständnis, basiert massiv auf kalvinistischer Freiheitstheologie, die immer noch in unseren Köpfen steckt. Und Religion kann mit Komplexität und mit Glaubensmustern umgehen und kann sie von einer unterbewussten Ebene auf eine Metaebene, auf eine Bewusstseinsebene heben, zu sagen, was glaube ich eigentlich? Und ich glaube, dass das auch Aufgabe von Theologie und Kirche sein kann, uns zu hinterfragen, auf welcher
Art von Glauben handeln wir eigentlich und was sollten wir vielleicht glauben, was sollten wir, welche Art von Freiheit sollten wir, auf welchen Art von Freiheitsverständnis sollten wir agieren? Und ich finde, da kann man nur mit Geisteswissenschaften, mit Philosophie, mit Theologie ins Gespräch kommen, weil die sind, die Fragen stellen und auch Antworten finden. Danke. Haben Sie noch was hinzuzufügen? Ja, gerne. Ich möchte drei Punkte sagen. Ich denke, die alle Religionen mit diesem Thema Umwelt nicht weit auseinander. Und es darf die Glauben keine begrenzte eine Zusammenarbeit zwischen allen Menschen, ob sie gläubig oder nicht gläubig sind. Und drittens, die Verantwortung für die Umwelt ist die Verantwortung von allen Menschen, als Individuen, als Familie, als Gesellschaft oder Staat. Deswegen kann man nicht von einem ausgehen und sagen, Sie sind verantwortlich, ich habe keine Schuld gemacht. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Und gleichzeitig, wenn wir diese Umweltverschmutzung noch mehr und das ist unsere gemeinsame Schuld. Danke. Vielen Dank. Ja, wir nähern uns schon tatsächlich dem Ende der Podiumsdiskussion. Eigentlich hätten wir, glaube ich, viel, viel mehr Zeit benötigt, um diese ganzen Fragen, die ich eigentlich hatte und ich glaube, die auch das Publikum interessieren, zu bearbeiten und zu beantworten. Und eigentlich hätten wir auch gerne, glaube ich, noch eine etwas längere, wenn Bedarf bestünde, Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Aber ich glaube, damit wir uns nicht ewig in Länge ziehen, würde ich noch einmal fragen, ob jeweils noch Bedarf besteht, irgendwie noch mal was loszuwerden. Ja, gerne, Julie. Ich würde sonst ganz gerne auch noch mal ganz kurz auf die letzte Frage. Entschuldigung. Alles gut, gar kein Ding. Dass auch vor allem in buddhistischer Sicht, meiner Meinung nach, da die Religion große Vorteile bringen kann, um also natürlich die Gemeinschaft, wie Daniela auch erwähnt hat, das ist etwas unglaublich Wichtiges, was Halt gibt. Und die Thematik der Klimakrise ist so groß, das kann einfach Panik erwecken. Das kenne ich regelmäßig persönlich auch, dass ich davor sitze, mich da vor allem auch in meinem Studium mit beschäftige und das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr weiter. Und da gibt es aber auch vor allem dann im Buddhismus, und ich glaube, das hat im Endeffekt jede Religion, dass sie einem auch so eine innere Ruhe geben kann und einen inneren Zusammenhalt, wo man ganz viel Kraft rausziehen kann. Ich glaube, dass es überhaupt nichts bringt, Panik zu machen und komplett auszurasten, weil wir vor dem Weltuntergang stehen, sondern dass man eben versucht, Ruhe und Gelassenheit zu sehen, Mitgefühl zu sehen und damit eine viel, viel bessere Basis hat, um zu handeln und auch viel überlegter und im Endeffekt hoffentlich auch viel zielgerechter handeln kann. Gut. Sarah, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Muss ich noch irgendwas sagen? Muss doch nicht, ist nur eine. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Welt wird nicht untergehen. Die Welt wird den Menschen überdauern. Die Frage ist, wie die Menschheit aussieht in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten und wer davon überlebt. Elon Musk im Raumschiff oder vielleicht auch noch ein paar andere. Ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Also ich wünschte mir manchmal, ich könnte noch ein bisschen mehr Gelassenheit aus meinem Glauben ziehen, weil gerade ist es auch so, dass, also ich glaube, politisches Handeln auch einfach total wütend macht. Also manchmal bin ich auch einfach sehr wutgetrieben in dem, was ich so tue und hoffe immer sehr, dass ich mehr Gelassenheit auch aus meinem Glauben herausfinde. Aber manchmal ist ja dieses Gefühl, ich muss auch aus meinem Glauben heraus politisch aktiv werden, auch manchmal etwas, was schon auch ein bisschen Panik auslöst. So. Also ich glaube aber schon, dass Glaube etwas sein kann, das einen erdet. Was ich, glaube ich, insgesamt nochmal mitgeben wollen würde, ist, dass wir darüber mehr ins Gespräch kommen müssen. Und das hat, wie schon gesagt, nicht unbedingt eine religiöse Komponente. Aber diese Sinnfrage, so, welche Rolle spielen wir, welche Rolle spielen andere Menschen, wie sind wir miteinander verbunden, wie sind wir mit Natur verbunden und was macht das Ganze auch einfach mit uns, mit unserer mentalen Gesundheit, mit dem, wie wir auf Dinge schauen. Ich
ich glaube einfach, dass wir da mehr Vernetzung auch untereinander brauchen, weil das viele Menschen auch sehr isolieren kann, sich mit diesen Ängsten alleine zu fühlen. Ich glaube, darüber miteinander zu sprechen und dann einen Weg zu finden, ob das jetzt der Glaube ist, ob das einfach eine Gemeinschaft ist, die ganz anders aussieht, das ist, glaube ich, dann fast schon wieder zweitrangig. Ich glaube, es ist nur wichtig, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, weil das meiner Meinung nach maßgeblich beeinflussen wird, ob wir es schaffen, mit dieser Krise umzugehen oder eben nicht. Okay, okay. Haben Sie noch etwas, ein abschließendes Fazit oder irgendwas? Kleine Ergänzung, die gerade Vorredner gesprochen haben. Ich denke, dass diese Frage, dieses Umgehen mit Umweltschutz, ist keine alleine die politische Aufgabe. Das ist eine Aufgabe der alle Mitglieder der Gesellschaft, die Nationen. Und diese Seite bleibt uns nichts anderes, als wir zusammenarbeiten und auch Basis für diese Bekämpfung von Umweltschutz, dass wir alle mitleben möchten. Sehr gut. Vielen Dank. Dann danke ich für diese Diskussion. Leider konnten wir nicht alle Fragen beantworten, aber ich weiß nicht, steht ihr vielleicht nach dieser Diskussion draußen noch, falls Bedarf ist, für Fragen zur Verfügung, also das Publikum-Event, falls Fragen bestehen, ich glaube, dass sich das machen lässt. Ja, dann danke ich nochmal allen Gästen, dass sie hier waren und würde dann an dieser Stelle die Podiumsdiskussion beenden. Danke Vielen Dank. Danke an die Moderation. Dankeschön.